In der heutigen Ausgabe gebe ich euch mal einen Einblick, wie es ist, in der heutigen Corona-Zeit mit Lufthansa zu fliegen. Economy Class ist relativ schnell abgehandelt, aber Business Class, wie ist der Service? Was könnt ihr erwarten? Wie ist die Customer Journey? Wie ist die Erfahrung und die Experience, wie das so schön auf Neuenglisch heißt? Ich gehe mal drauf ein. Ich habe für euch viele Flüge gemacht, besonders Flüge, der Unterschied zwischen unter 2 Stunden, über 2 Stunden oder 2,5 Stunden. Da können wir einfach mal schauen, was ihr erwarten könnt. Aber ihr wisst ja wie immer erstmal das Intro. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status zu bringen. Und heute gebe ich euch einfach mal nochmal den Hinweis. Ihr wisst es ja schon. Daumen hoch für ein Like, Daumen runter für ein Dislike und natürlich immer wieder subscriben. Hoffentlich schaffen wir bald die 1000 Abonnenten. Würde mich freuen, wenn ihr mir dabei helfen könnt. Und wie immer lasse ich euch natürlich teilhaben an meinen Erfahrungen. Ich werde nochmal ein Video hochladen, so mit ein paar Impressionen mit dem Flug von Tallinn zum Beispiel nach Frankfurt in der Business Class, was ja ein Teil meiner Reise war. Verschiedene Ziele, Johannesburg, Buenos Aires, Sao Paulo, um einige zu nennen. Auch Hongkong steht noch auf der Liste, wobei das so ein bisschen wackelig ist. Und da hatte ich halt die Chance, ja, Business Class zu fliegen. Und diese Business Class Flüge, die sind natürlich im Moment eine Riesenfrage. Wie sind die Regelungen? Ganz einfach. Also erstmal zu den Corona-Regeln allgemein. Die Corona-Regel als solches sagt, wer nach Deutschland einreist, muss einen PCR-Test haben, der nicht älter ist als 48 Stunden Entnahme. Wer aber innerdeutsch fliegt, braucht keinen. Also da braucht ihr keine Sorge zu haben. Wenn ihr von Berlin nach München fliegt, von Berlin nach Düsseldorf fliegt oder wie auch immer, braucht ihr keinen PCR-Antigen oder sonst was Test. Ist natürlich hübsch, wenn ihr es macht, damit die Leute, mit denen ihr fliegt, sicher sind, dass ihr nichts habt. Aber wenn ihr aus dem Ausland auch nur in Transit geht, so wie ich zum Beispiel aus Tallinn oder Helsinki dann nach Deutschland geflogen bin oder Zürich, muss ich einen PCR-Test mal zeigen. Ganz, ganz wichtig. Ja, was gibt's zu sagen? Das Produkt in der Business Class ist ja eigentlich bekannt. Ihr wisst ja, dass sie nichts anders aussieht als die Economy Class. Wichtig ist aber, wie die Services sind. In der Economy Class gehe ich einfach mal direkt drauf ein, weil da ist der Service reduziert. Auch bei anderen Fluggesellschaften ist er reduziert. Da gibt es im Prinzip nichts oder ganz, ganz wenig, also seltene Fälle. Ich habe bei Finnair habe ich so einen Cracker bekommen und habe Wasser bekommen. Das ist der normale Service gewesen. Bei der Lufthansa gibt es da auch nicht wirklich was im Moment. Aber ganz wichtig wird es bei Business Class. Ihr seht, ich spiele schon rum mit dem Menü. Ja, das Menü. Und zwar Lufthansa Business Class. Auf dem Flug nach Helsinki zum Beispiel. Da quietscht mein Stuhl. Ist so ein Stuhl um. Muss man ein bisschen ruhiger sitzen. Ja, so ist das im Leben. Auf dem Business Class Flug kriegt ihr dann das Menü. Und da steht, schön, dass wir Sie heute als Gast begrüßen können. Ja, ich freue mich auch, dass ich fliegen kann, wenn ich fliegen kann. Und das Menü hat eigentlich alles, was man braucht. Eine Vorspeise, Hähnchenbrust mit Gemüsesalat, Rucola Pesto und Crema di Balsamico. Ich fand es sehr lecker. Ich war so hungrig, ich habe vergessen, das Essen zu fotografieren. Tobias hat, glaube ich, ein paar Fotos gemacht auf dem Flug von Tallinn, aber da gab es nur Mozzarella mit Tomatenscheiben. Also daran seht ihr dann den Unterschied. Und dann gab es als Hausspeise gab's eine Auswahl in der Business Class. Ja, das war der Flug Frankfurt nach Helsinki, waren A320. Maispoulade mit Grillgemüse und Karottenpüree. Und als andere Wahl war Miso-Fischkabeljau mit Fenchel und Risolé-Kartoffeln. Ich habe mich natürlich nicht für den Fisch entschieden. Wie ihr wisst, ich mag keinen Fisch, ihr esst keinen Fisch. Lars macht sowas nicht. Da habe ich die Maispoulade, also Hähnchen, bisschen kleineres Hähnchen, genommen. Ich fand es exzellent. Ich fand es sehr, sehr, sehr gut. Es gab dann als Käse und Dessert Allgäuer Wildblumenkäse, Ziegenweichkäse und Mittelalter Gouda dazu, Mango, Peperoni, Chutney. Ich hatte das Peperoni, hatte ich gar nicht geschmeckt irgendwie. Naja, nun gut. Aber das ist halt so, da gibt's das. Und die Tiramisu-Creme, die finde ich, die ist tutto bene, wie der Italiener sagt. Also richtig lecker. Kann ich empfehlen. Also ihr könnt das nochmal euch hier angucken. Ich werde das nochmal
Standbild könnt ihr ja machen und dann einmal ablesen. Ja, also sehr, sehr schön. Von der Getränkeauswahl, da gab es keinen Getränkeservice vorher. Wir wurden abgefragt, was wir essen wollen. Und da wurde es mit dem Tablett rausgebracht aus Sicherheitsgründen. Und das war dann der Moment, wo man die Maske abnehmen konnte. Ich hatte das auch gar nicht erwähnt. Natürlich müsst ihr eine FFP2-Maske tragen oder eine Chirurgenmaske in Pink, in Grün, in verschiedensten Farbstellungen. Was sehr, sehr stark enforced wird, wie das im Englischen heißt, und was auch kontrolliert wird in meinen Augen, was zu Recht so gemacht wird. Also, wenn ihr esst, dürft ihr es abnehmen, wenn ihr trinkt, abnehmen, aber denkt immer dran, wenn ihr mit der Crew interagiert, zieht es an, es ist einfach die Höflichkeit und das ist die neue Netiquette an Bord, dass man diese Maske anhat, wenn man mit anderen Leuten redet, die nicht zu eurer Reisegruppe hören oder auch mit der Crew. Danke dafür, dass sie sich in dieser Zeit so für uns als Passagiere einsetzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Crews waren alle motiviert, die waren alle happy, dass sie wieder fliegen durften. Also insofern muss ich ganz ehrlich sagen, top, top, top. Service war super. Ich habe keinen Flug, ich habe wirklich jetzt über 10 oder 12 Flüge, ich muss mal nachrechnen, ich habe glaube ich sogar mehr gehabt in der Business Class. Also insofern, da gibt es nichts, aber auch gar nichts, sich zu beschweren, sowohl bei der Lufthansa als auch bei der Swiss. Ja, dann gab es auch noch Getränkeservice danach. Also ihr konntet nochmal auffüllen, die Crew war sehr, sehr bemüht, deshalb komme ich da auch drauf. Da ist es halt in meinen Augen sehr, sehr gut. Warum lohnt es sich, Business Class zu fliegen? Also bei den First Class Special Deals ist ja der Business Class Flug mit dabei. Wenn man Business Class bucht, sieht man ja zum Beispiel die P-Klasse, das sind die Saver-Tarife, die bringen nur 100% Meilen. Und wenn man 50 Euro pro Strecke mehr investiert, kriegt man sogar die höherwertigen Klassen, wo es dann sogar 2000 bis 2500 Meilen, 500 sind natürlich diese Executive Bonus, die man bekommt. Und dann natürlich nochmal aus der Aktion, die dieses Jahr ist, die doppelten Meilen bekommt. Ehrliche Antwort. Ich finde die Business Class schon ein bisschen sicherer, weil teilweise war die Economy Class auf gewissen Flügen sehr, sehr voll. Und der freie Sitzplatz, und da gibt es ja dieses CDC, also das ist das Center of Disease Control in den USA, hat da ja eine Studie gemacht, fast bis zu 53%, also irgendwo die Beinbreite war 53%, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo man nochmal das reduzieren kann. Also das heißt, das niedrige Ansteckungsrisiko, was im Flugzeug ist, ist in der Business Class nochmal reduziert. Über den Sitzkomfort geschenkt. Brauchen wir nicht drüber streiten. Ihr wisst es selber, ob ich jetzt in der 1C sitze, in der 2 sitze oder ob ich in der Exit Row sitze. Da ist mir fast schon die Exit Row lieber. Aber einmal vom Gedanken her mit dem Freiraum, den man hat, finde ich das schon sehr angenehm in der heutigen Zeit. Natürlich sollte ich mit dem Boarding eigentlich angefangen haben, aber ich war so aufgeregt, weil ich mein Menü schon in der Hand hatte, dass man das Boarding natürlich noch erwähnen muss. Also es gibt dieses Boarding nach Zonen, natürlich bei Lufthansa und nach Status. Das war eine Zeit lang immer ausgesetzt, dass man wirklich von hinten nach vorne ging, in der Kabine, um wenigstens Kontakt zu haben, was auch sinnvoll ist. Ist mittlerweile eingestellt irgendwie, dass man mit Status direkt durchgehen kann. Boardinggruppe 1 und 2, vorher boardet halt, wie ihr das ja alle kennt, Leute, die irgendeiner Hilfe bedürfen oder Familie mit kleinen Kindern. Das sind so die Geschichten. Und wenn Deep geboardet wird, wird auch reihenweise geboardet. Das heißt also im Regelfall, wenn die Business Class klein ist, da hat man schon mal drei Reihen. Nur Business Class wurde ja gesagt, die Reihe, dass die ganze Business Class die boarden kann, anstatt Reihe 1 bis 3 oder Reihe 1 bis 6. Solche Sachen. Also da müsst ihr auch ein bisschen mehr Zeit einplanen. Und je nach Flughafen ist das auch so, dass mehrere Busse kommen. In Finnland zum Beispiel ist es so, dass über die hintere Tür ausgestiegen wird. Warum? Ganz einfach, weil die finnischen Behörden möchten jeden, der ins Land einreist, tief in die Augen gucken, so wie ich euch jetzt in die Augen gucke. Und die wollen das einfach kontrollieren und deshalb wird auch, obwohl man am Finger steht, nicht vorne ausgestiegen. Heißt also ergo, wer Business Class sitzt, ist dann leider der Letzte. Ja, ganz genau, man sitzt dann da und Tobias kann da ein Lied von singen. Er hatte einen Direct Turnaround, hatte wirklich Stress. Die Crew hat ihn Gott sei Dank vorher released, dass er mit dem ersten Bus noch rausgehen konnte. Aber auch als Courtesy, denkt wirklich dran, egal wo ihr sitzt, bleibt so lange mit eurem, ich sage jetzt ganz brutal,
Arsch sitzen, bis eure Reihe aufgerufen wird. Nehmt dann erst die Sachen aus der Overhead Bin, zieht dann erst die Jacken an. Ich weiß, es dauert länger, aber es ist zu eurer und anderer Sicherheit. Deshalb, ich verstehe die Leute nicht, die im Gang stehen, weil es kommt keiner früher raus. Es bringt also nichts oder nischt, wie der Berliner sagt. Lasst mich doch in der Kommentarspalte wissen, was ihr von euren Erfahrungen mit der Business Class mitgebracht habt und was ihr davon haltet, was ihr von dem Aussteigeprozess haltet, von dem Boarding haltet, aber auch vom Fliegen in Corona-Zeiten. Ich persönlich habe mal nachgerechnet, ich habe über 45 PCR-Tests mittlerweile gemacht. Also insofern ist unangenehm, aber es dient zu eurer und zu unserer Sicherheit. Und meiner natürlich, ganz klar. Aber lasst mir einen Kommentar da, Daumen hoch, Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Und in der Kommentarspalte können wir dann weiter diskutieren oder über die Möglichkeiten, wie ihr mich kontaktieren könnt, über WhatsApp, Telegram. Ihr wisst ja, wie es geht. Also bis zur nächsten Folge. Rechte Hand nehmen, linke Hand. Egal. Also bis zur nächsten Folge von Frequent Traveler TV, wo ich für euch wieder unterwegs bin. Nächste Woche bin ich für euch nach Buenos Aires und da werden wir, wenn wir Glück haben, vielleicht die Kabine auch für uns ganz alleine haben, damit wir euch die Kabine nochmal vorstellen können, auch in Corona-Zeiten. Also, bis dann. Ciao.